Willkommen zum neuen Podcast des Landesverbandes Brandenburg. Der heißt jetzt übrigens Brandung. Und ich bin's wieder, Sven, und neben mir sitzt wieder Christoph. Huhu. Und wir wollen euch heute was über den Frühling der Freiheit erzählen. Den haben wir gestern am 17. März zelebriert. Es ist eine bundesweite Aktion gewesen, die wir auch vor allem in Bad Brandenburg durchgeführt haben. Und wie der Name schon vermuten lässt, Frühling der Freiheit, das kann was damit zu tun haben, dass die Freiheit irgendwo eingeschränkt ist. Genau. Die Freiheit ist in Gefahr. Und zwar ging es bei dieser Aktion darum, dass wir auf Kernthemen der Piratenpartei eingehen. Und bei den Kernthemen ging es vor allem um Überwachung und um den Datenschutz. Und das sind eben Kernthemen, die Piratenpartei schon immer hat, schon seit Gründung hat und die Freiheit gefährden. Weil, wenn man zu viel Überwachung hat, dann wird eben jeder Mensch kontrolliert und beobachtet. Und das ist natürlich nicht im Sinne eines freiheitlichen Staates, sondern eben im Sinne eines Überwachungsstaates oder Polizeistaates. Und der Datenschutz ist natürlich ein Teilaspekt davon. Und diese Aktion Frühling der Freiheit, die gibt's schon länger. Die gibt's, glaube ich, seit dem letzten Jahr, wenn nicht noch länger. Und dieses Jahr hatten wir die am 17. in Brandenburg und waren in insgesamt 10 verschiedenen Ständen in Brandenburg verteilt unterwegs, um die Menschen über diese schwierigen Themen, wovon viele halt überhaupt nicht wirklich was wissen, aufzuklären. Ja. Kernthemen wie Überwachung und Datenschutz. Zwar eine bundesweite Aktion, aber da wir jetzt hier im Landesverband sind und die auch eigentlich hauptsächlich im Landesverband Brandenburg ausgetragen wurde. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht irgendwie in anderen Landesverbänden auch am 17. was gab, aber ich habe nichts mitbekommen. Ich auch nicht. Kann sein, dass da die Aktion dieses Jahr nicht so läuft, weiß ich nicht. Bei Saarland und Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein kann ich mir vorstellen, dass sie im Moment ein bisschen anderes zu tun haben. Hm. Die haben da einen anderen Frühling gerade. Frühling der Wahlen. Frühling des Wahlkampfs. Frühling der Entscheidung. Wobei natürlich der Frühling der Freiheit auch eine tolle Aktion war, um mal wieder auf die Piraten aufmerksam zu machen. Ich wurde zumindest auch von vielen Leuten gefragt, ob denn hier irgendwo Wahlkampf sei. Oder dass mich Leute angesprochen haben, hier ist doch gar keine Wahl. Oder ich komme nicht von hier, ich kann hier nicht wählen. Ja, das ging uns genauso. Wir wurden auch öfter gefragt, für welche Wahl wir jetzt gerade werben. Und die Leute, die waren also ein bisschen verblüfft, als wir gesagt haben, wir wollen sie bloß informieren. Mit mündlicher Information, mit Mundpropaganda, sage ich mal. Mit diversen Flyern, die wir da hatten, mit Kompassen, also unserer Parteizeitung. Unserer Parteizeitung, die jetzt In Potsdam gab es auch ein paar Kaperbriefe von den Berlinern noch, die wir da hatten. Ja. Und das war quasi die Aktion, die wir in 10 verschiedenen Orten gemacht haben. Und die Orte sind gewesen Bad Belzig, Brandenburg an der Havel, Eberswalde, Falkensee, Frankfurt an der Oder, Henningsdorf, Kleinmachnow, Potsdam, Strausberg und Zossen. Quasi in allen. Glienicke hast du übersehen? Ja, das habe ich jetzt absichtlich übersehen. Ah. Genau. Und zwar, das war ja kein geplanter Infostand. Da hat, glaube ich, der Thomas, nachdem sie in Henningsdorf, also Oberhavel, den Stand beendet hatten, dann mittags nicht mehr los war, nichts mehr groß los war, in Glienicke noch was gemacht. Und alleine auch nochmal einen Haufen Leute für die Themen begeistert.
Ja, auf jeden Fall lief das in ganz Brandenburg, in fast allen Gliederungen, außer in Prignitz-Ruppin und in Südbrandenburg. Warum da nichts gelaufen ist, kann ich gar nicht wirklich sagen. Was ja schade ist, weil Cottbus als zweitgrößte Stadt im Land. Gerade in Cottbus ist es sehr schade, ja, auf jeden Fall. Es wäre natürlich eine super, also es wäre einerseits natürlich eine super Werbung für die Piraten gewesen, auch dass man sich da mal wieder hinstellt und zeigt, wir sind da. Man hätte auch einfach die man hätte natürlich in so einer großen Stadt super viele Menschen erreicht und sag ich mal, die Menschen, die da nicht erreicht werden, die wollen dann vielleicht auch nicht uns wählen oder überhaupt wählen gehen, weil sie dann überhaupt nicht die Themen transportiert bekommen haben. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir das machen, dass wir mehr Infostände machen. Hatte ich auch so das Gefühl, weil ganz viele Leute irgendwie auf uns zukommen kamen und Interesse hatten und dann auch Flyer mitgenommen hatten, nachdem sie erst irgendwie dachten, okay, da will einem irgendjemand was verkaufen. Man drückt ihm irgendwie Flyer in die Hand und dann sagt man das Infomaterial über die Piratenpartei und über diese Frühling der Freiheit Aktion und dann sagen sie, ah, nee, will ich doch haben, möchte mich informieren. Weil irgendwie kommt halt in den Medien nicht so wirklich rüber, dass wir ja doch ein bisschen Programm haben. Und von daher ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, dass wir ein bisschen mehr Werbung für uns machen, auch so auf der Straße. Und dass es in Cottbus verpasst wurde oder auch in Neuruppin oder Wittenberge oder in anderen großen, größeren Orten dort in Prignitz-Ruppin ist natürlich schade. Also gerade, wie du schon sagtest, dieses Klischee mit der Ein-Themen-Partei, wo man manchmal noch mit konfrontiert wird, das war bei uns auch so, dass wir ein, zwei Leute hatten, die uns gesagt haben, die finden uns zwar interessant, aber das ist ihnen noch zu dünn alles. Wir können nicht nur mit Internet irgendwie unser Programm füllen. Und das war eine ideale Gelegenheit, die Leute mal aufzuklären, was unser Programm wirklich beinhaltet und nicht nur das, was wir aus den Medien sonst mitbekommen. Und da ließen sich doch einige eines Besseren belehren. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch da hatten wir auch ein bisschen Informationsdefizit, muss ich sagen. Wir hatten zwar die Themenflyer und wir hatten diesen tollen Potsdamer Flyer, den die Potsdamer dann noch gemacht haben. Den haben wir nicht gehabt, weil der ein bisschen sehr kurzfristig angekündigt wurde. Genau, der war sehr kurzfristig fertig geworden. Aber uns haben irgendwie die Gesamtthemenflyer gefehlt. Also ich habe einige Brandenburg-Flyer dann noch verteilt und einige Bundesflyer und halt immer auf die Webseiten verwiesen, dass sie doch dort gucken sollten, dass wir doch ein ziemlich ausführliches Programm inzwischen haben. Zwar zum Beispiel zu Außenpolitik jetzt noch keinen Programmpunkt, aber was ich Soziales oder Umweltschutz, da gibt es halt schon einiges bei den Piraten und das wissen die meisten Leute nicht, die denken halt irgendwie bei den Piraten geht es nur ums Internet und in vielen Sendungen im Fernsehen, wenn über die Piraten geredet wird, dann heißt es auch Internetpartei oder wenn es in der Zeitung steht, dann heißt es irgendwie die Internetaktivisten oder die sowas. Die Nerds und ja, die Piraten beschäftigen sich auch mit vielen anderen Themen und da ist so ein Infostand natürlich eine super Gelegenheit, darüber aufzuklären. Ja, und das war auch gar nicht so schwierig, das zu organisieren, oder? Nein, war es nicht. Also, wenn ich so überlege, dass wir bei uns in Brandenburg an der Havel, wir haben ungefähr 30 Mitglieder zurzeit und so richtig aktiv ist hauptsächlich der Vorstand und dann noch so, weiß nicht, 2-3 Leute so vereinzelt und das sind wirklich nicht viele Leute. Also wenn ich so überlege, dass wir halt außer diesem Infostand noch andere Sachen so haben, um die wir uns kümmern müssen und dass jeder von uns auch noch berufstätig ist oder studiert oder sonst was und auch nicht so viel Zeit hat, war das echt total unaufwendig, das zu organisieren. Unser Stellvertreter zum Beispiel, der ist erst 17 Jahre alt, ein ganz junger, lockerer Typ, ein bisschen verpeilt, würde ich sagen. Gott, wenn er das hört. das ist ja nicht böse gemeint. Der ist zum Ordnungsamt gegangen und hat sich eine Standgenehmigung geholt. Und das ist, weiß ich nicht, der ist da reinspaziert und ist mit einer wieder rausgekommen. Wir haben bloß gefragt, wie groß wird es sein? Und haben gesagt, 10 Quadratmeter. Ich glaube, davon haben wir nicht mal die Hälfte besetzt.
Und ansonsten, weiß nicht, haben wir auch schnell einen Umlaufbeschluss gemacht für ein paar Blumen. Genau, wir haben ja überall Blumen gekauft. Oder fast überall. Ich weiß gar nicht, ob es überall Blumen gab. Also ich trotzdem gab es auf jeden Fall auch orangene Blumen. Es ging ja auf Twitter dann eine ganze Impressionsstrecke rum. Vom Landesverband-Account aus getwittert. Ja. Und da habe ich, glaube ich, fast überall orange Blumen gesehen. Wir hatten sogar 4 verschiedene Arten. 4? 4, ja. Wir hatten die Gerbera, die auf den Flyern sind? Genau, Gerbera. Die hatten wir in Potsdam auch? Wo ich den Namen nicht wusste, die aber sehr teuer sind, deswegen hatten wir davon nicht so viele. Dann hatten wir noch orange Tulpen und orange Rosen und orange Petunien. Nee, Petunien? Nee, das waren keine Petunien. Wie heißen die denn? Diese ich kenne mich mit Blumen überhaupt nicht. Diese Zwiebel, oh Gott, wie heißen die denn? Primeln waren es. Was ja. Was ein P war es, genau. Und ja, die waren alle orange. 2, 3 waren gelb. Da haben wir Angst gehabt, dass wir da vielleicht mit einer 1%-Partei verwechselt werden. Oh. Und diese Blumen, die wurden super, mega, krass gut angenommen. Also die Leute am Anfang haben wir natürlich den Stand, also der war komplett mit diesen Blumen erstmal geschmückt und haben erstmal nur Flyer verteilt oder Kompass, wo dann noch ein Flyer mit drinnen gesteckt hat. Und irgendwann haben wir dann halt auch noch Blumen dazugegeben und ab und zu auch mal Leuten einfach nur so eine Blume in der Hand gedrückt und ihnen schönen Frühling gewünscht. Und irgendwann, ich glaube, das war so gegen 13 Uhr, also die Stände gingen ja ungefähr, also die meisten von 10 bis 14 Uhr, dann war es in Brandenburg an der Havel zumindest so, dass die halbe Innenstadt auf einmal mit unseren Blumen rumgerannt ist. Mit einer Invasion der Orangenen. Ja, in Potsdam hatten wir, glaube ich, nicht so viele. 100 Stück, glaube ich. Die waren auch ruckzuck alle, nachdem wir angefangen haben, die Blumen zu verteilen. Waren die ruckzuck weg. Die haben noch reißenden Absatz gefunden. Aber in Potsdam gibt's halt auch ein bisschen mehr Leute. Da hat man nicht so die Blumen gesehen, die in der Stadt rumliegen. Ja. mit den Leuten an den Händen. Blumen mit Leuten an den Händen. In Brandenburg-Havel ist das noch ziemlich zentral alles. Ich glaube, brauchst du 2 Minuten, um mal durch die ganze Innenstadt zu laufen. da verteilen sich die Leute nicht so krass, dass man doch schon mal sehen kann, dass es so ein bisschen nach was aussieht, wenn die dann wirklich alle in diesen Blumen rumrennen. Also das war eine schöne Idee, also wir haben da echt gut auf uns aufmerksam machen können. Fällt mir gerade ein, wir waren auch nicht die Einzigen, die da einen Stand hatten. Wir hatten schräg gegenüber von uns noch die Zeugen Jehovas, die da ein bisschen länger waren als wir. Sogar die haben von uns eine Blume angenommen und die haben die bei sich eine Primel oben aufgestellt auf den Tisch. Da haben wir also, nachdem wir weg waren, noch Präsenz gehabt. Ja, super Werbung. Gut, dass wir jetzt die Zeugen Jehovas bewerben. Ja, gut, in Potsdam gab es keinen weiteren Stand. Jetzt sind wir uns in der Nähe. Dann doch, Marktstände gab es. War irgendwie Markttag. Und alle waren einkaufen und alle waren sehr rege am durch die Stadt laufen. Also in einem anderen Verband, ich glaube, das war der Barum. Da gab es auch noch eine Veranstaltung, die so parallel dazu lief. Und wo halt die sich das Publikum geteilt haben. Ja. Kommen wir dann zu... Weißt du was? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Was? Was für Parallelaktion? Ja, da gab es noch irgendeine andere Veranstaltung. Okay. Dann wollen wir mal auf die Einzelthemen etwas eingehen. Ja, worum ging's eigentlich? Um ACTA zum Beispiel. Stand auf dem Flyer. ACTA? Was ist denn das? Was heißt denn ACTA? Also ACTA heißt ausgeschrieben Anti-Counter-Fighting Trade Agreement. Wir nennen es aber ACTA, weil es einfach zu sprechen ist. ACTA ist ein Handelsabkommen, das wird, glaube ich. Ich glaube, das ist seit 2006 in der Verhandlung gewesen, oder ab 2006, glaube ich, wenn ich mich da jetzt nicht irre. Ja, da ist mir auch so ein tolles Pad, wo schon alles drin stand. Haben wir jetzt nicht offen.
Das, ab wann das in der Verhandlung ist, auf jeden Fall haben die Piraten schon lange auf dem Schirm. Da ist das schon mindestens seitdem ich beigetreten bin, irgendwie immer Thema gewesen, ACTA. Ja, worum geht es bei ACTA genau? ACTA ist, wie schon gesagt, ein Handelsabkommen, das von ziemlich vielen Staaten, also sehr vielen EU-Staaten und die USA, Japan etc. Also vereinbart werden sollte. Und es geht da hauptsächlich um Urheberrechtsschutz, würde ich sagen. Also um... Und Patentschutz. Genau, Urheber- und Patentschutz. Es geht darum halt, dass Werke nicht kopiert werden dürfen ohne Zustimmung oder... Es ist einfach ein ziemlich krasses Verbot eigentlich, um das mal auch ein bisschen auf den Punkt zu kriegen. Ja, das ist, also ACTA ist quasi in Deutschland gar nicht so, würde es gar nicht wirklich für eine Veränderung sorgen im Urheberrecht, aber wir haben halt auch ein Urheberrecht, was... veraltet ist. Was wirklich nicht mehr auf dem Stand der Dinge ist. Also mit dem Internet hat sich halt einiges verändert, was das Urheberrecht betrifft. Man kann halt wesentlich einfacher Dinge kopieren, man kann wesentlich einfacher neue Werke aus alten Werken erschaffen. Da gibt's ja diese Mashups und diese Remixes und alles Mögliche oder ganz einfach, wenn irgendjemand sein Urlaubsvideo vertont, dann ist das ja schon ein Urheberrechtsverbrechen und wir wissen ja, Raubkopierer sind Verbrecher und werden mit bis zu 5 Jahren Freiheitsentzug bestraft und wenn ihr euer Urlaubsvideo also bei YouTube einstellt und mit den Foo Fighters unterlegt oder so, dann hab da ruckzuck mal eine Abmahnung im Haus und könnt irgendwie Strafgebühren bezahlen, weil ihr ungefragt quasi ein Lied verwendet habt. Oder das wird einfach nur gesperrt auf YouTube. Gegebert. Und gegebert, genau, dass dann da irgendwie dieser Titel ist für sie nicht erreichbar oder für in diesem Land nicht verfügbar. Das Problem ist ja, das ist ja nicht nur bei Sachen, wo du das bewusst verwendet hast. Das muss ja nur irgendwie, weiß nicht, ein Mitbewohner muss ja bloß irgendwie die Tür, weiß ich, hinten offen geschehen haben lassen und lässt das Radio laufen. Und sobald das irgendwie zu hören ist bei dir im YouTube-Video, dann kann das schon gegebert werden. Genau, dann kann es schon passieren. Und es ist halt ein Urheberrecht, was von einer Zeit ausgeht, wo man eben noch nicht die Möglichkeiten des Web 2.0 hat. Wo man noch gar nicht diese Vorstellung hatte, wo das mal hinführen wird. Genau, und das muss halt dringend reformiert werden. So kann es halt nicht weiterlaufen. Es geht auch um Zitierrechte und sowas, dass man einzelne Zeitungen oder Dinge aus Zeitungen nicht Es ging um Worte, die man spricht, genau. Naja, wie schon sagtest, ACTA würde eigentlich in der aktuellen Form gar nicht wirklich groß was ändern. Zumindest am deutschen Recht. Deutschland. Zumindest hier in Deutschland. Aber ACTA sah aber auch vor einiger Zeit noch ein bisschen anders aus. Das wurde erst auf Druck ein bisschen abgespeckt von der Strafschärfe her, oder sage ich jetzt einfach mal so. Also auf jeden Fall. Also das bis vor gewisser Zeit war es eben ein ziemlich repressives Abkommen, wo die Provider zum Beispiel, also die Internetanbieter, dazu verpflichtet wurden, bei Urheberrechtsverstößen ziemlich harte Maßnahmen durchzuziehen. Also zum Beispiel, dass Leute vom Internet ausgeschlossen werden durften. Also Three Strikes. Quasi, genau, der Zugang gekappt wurde. Da gab es dieses Three-Strikes-Modell oder Two-Strikes-Modell, wo quasi ein- oder zweimal verwarnt wird und beim dritten Mal ist quasi der Internetanschluss weg für immer. Und man bekommt es halt nie wieder. Also das ist quasi gleichzusetzen irgendwie mit einem du darfst nie wieder irgendwie dich im Fernsehen informieren oder sowas. Also, ist halt absoluter Wahnsinn, weil das Internet ist quasi eine
unglaublich wichtige Ressource für alle Menschen heutzutage. Das ist quasi so eine Parallelwelt geworden. Und man kann sich halt über alles informieren und man kann sich tatsächlich mal wirklich informieren und nicht nur sich berieseln lassen, wie im Fernsehen oder Radio, sondern man kann auch nachrecherchieren und nachvollziehen alles. Ist quasi was nicht, eher noch wie eine Bibliothek als... Und was nicht zu vergessen ist, man kann sich selbst ins Internet einbringen, man kann aktiv selbst mitarbeiten und mitgestalten. Genau, man kann partizipieren, also man kann selbst versuchen, Dinge anzustoßen, man kann einen Blog betreiben, auf Missstände aufmerksam machen, man kann sich organisieren, man kann Demonstrationen organisieren oder einfach Infostände wie den Frühling der Freiheit. Aktuelles Beispiel ist ja zum Beispiel das Kony 2012 Video. Wenn man sich so überlegt, dass es quasi so einer alleine losgetreten hat und was das dann so bewirkt hat. Und wenn der jetzt, weiß ich nicht, wenn der jetzt irgendwie so gesperrten Internetzugang hätte, dann weiß ich nicht, würden sie den Kony da vielleicht nicht suchen. Möglicherweise. Ja, da habe ich nicht so viel mitbekommen. Ich weiß, dass es da einen quasi Widerstandskämpfer geht, der dort irgendwo in Afrika Kinderarmeen... Um einen Warlord hat jetzt da, der halt... Ja, der kämpft irgendwie gegen die Regierung und hat Kinderarmeen, die... Ja. Oder verpflichtet da Kinder in seiner Armee zu dienen, um gegen die Regierung da anzukämpfen und solche Dinge, ne? Also ja. Ziemlich furchtbare Geschichte. Okay, um nochmal den Bogen zu ACTA zu spannen. Ja, ACTA ist ja ein ziemlich krasses Thema und ziemlich aktuell. Und vor kurzem gab es ja diese Demos in ganz Deutschland. Demos gab es da in ganz Deutschland, das stimmt. Ich habe gehört, in Berlin waren es 10.000 Leute, in München waren es 16.000 angeblich. Ich war in Potsdam, das war die einzige Demo im Land Brandenburg, da waren es, ich würde es auf 400 schätzen ungefähr. Du warst ja in Berlin auf der Demo. Wie war denn da so die Stimmung? Waren es 10.000 Leute und sag ich mal, wer ist denn hingekommen? Sind es jetzt wirklich nur diese Nerds gewesen, die Digital Natives, die da sich für ihr Internet stark machen, oder sind da auch ganz normale Leute da gewesen? Also die Digital Natives waren irgendwie alle da. Also ich war noch nie auf einer Demo, wo ich so viele Leute kannte. Also irgendwie habe ich die ganzen Piraten aus Berlin irgendwie gesehen oder auch andere Leute, die man irgendwie aus dem Netz kennt. So, ich war in Berlin auf der Demo, die 10.000, die müsste auch stimmen, also sah mir nach 10.000 Leuten aus, so gefühlt. Und in München war ich auch. Und zwar war ja zwei Wochen später nochmal eine wiederholte Demo, die war dann nicht mehr so groß. Aber da war ich in München dann auf dieser zweiten Demo. Ja, das war eine super Aktion und da hat man wirklich viele Leute auf die Straße bekommen. Und das waren halt vor allem junge Menschen, also richtig viele junge Menschen waren dort. Auch sehr viele Teenager und von älteren Menschen war halt relativ wenig zu sehen, also... Da waren es halt vor allem Leute, die man sowieso schon irgendwie so internetaffine ältere Menschen, die dort waren. Aber dass man wirklich jetzt so die Leute erreichen konnte, die den gewöhnlichen Bürger jetzt so in Anführungsstrichen erreichen konnte, es war da nicht so der Fall. Also man hat vor allem eben die internetaffinen Menschen erreicht und eben dadurch auch irgendwie alle jungen Menschen, weil irgendwie jeder junge Mensch eine gewisse Affinität zum Internet hat. Ja, die wachsen ja, also die wachsen ja damit auch. Jeder junge Mensch wächst mit Internet auf und weiß nicht, wie früher, weiß ich nicht, gab es die MTV-Generation, hat man gesagt, und das ist jetzt wahrscheinlich die Generation Internet. Und es ist irgendwo auch selbstverständlich, dass wenn man jetzt sagt, hier Internetsperre, nein danke, auch wenn uns jetzt inzwischen nicht mehr ein ACTA drinne wäre. Es gab, wie gesagt, auch in Potsdam eine Demo, wo ich war. Und da... Du warst Redner. Ich war sogar Redner. Ich hatte eine Rede gehalten, weil da sehr kurzfristig noch jemand gesucht wurde vorher. Die Rede hat mir der Justus auch ausgedruckt, weil ich ja keinen Drucker habe. Genau, die haben wir an den Tagen zuvor noch
zusammengeschrieben. Das Nette an der Rede war, da haben sich wirklich, glaube ich, 10 Leute oder so dran beteiligt, die zusammengeflickt haben, diese Rede. Mhm. Und es sah nachher aus wie so ein, weiß ich nicht, Mosaik mit den ganzen verschiedenen Farben, die Autoren im Pad immer so halten. Genau, beim Piratenpad ist es ja so, dass jeder Schreiber irgendwie eine eigene Farbe hat und ja, von daher sah das ein bisschen zerwürfelt aus, dieser Text, weil war schon ein bisschen ulkig, so viele Leute dann rumgeschrieben haben. Also ich habe mir sagen lassen, die letzte Änderung war irgendwie eine Stunde, bevor er es gedruckt hat, und da war ich, weiß nicht, da habe ich da schon irgendwie nicht mehr reingeguckt. Ich war ja nicht der einzige Redner, vorher hat noch einer von der Grünen geredet und der hat, also wie ich es mir schon denken konnte, dann hat er natürlich schon das meiste vorweggenommen. Da habe ich mir auch gedacht, wie blöd ist das denn jetzt eigentlich, das alles nochmal zu erzählen? Also habe ich auch erstmal versucht, die Leute auf den aktuellen Stand zu bringen, was so aus anderen Städten gerade für Zahlen gibt, wie viele Leute da demonstrieren. Oh, gut. Und ja, also angeblich, also ich habe mir von Kollege von Potsdam TV war da, der hat auch gesagt, dass wohl also der Redner der Piraten ein bisschen mehr Stimmung gemacht hat als der von der Grünen. Nehme ich jetzt einfach mal so hin, würde ich nicht weiter beurteilen. Aber ein bisschen was anderes konnte ich doch noch erzählen, wie zum Beispiel so Sachen, die jetzt nicht mehr in ACTA drin sind, aber die mal enthalten waren. Und zum Beispiel, dass diese Abspeckung, die jetzt ACTA, sag ich mal, ein bisschen erträglicher machen sollte, in anderer Form wiederkommt, nämlich in in diesem iPrat. iPrat, das darf man jetzt nicht irgendwie mit einem Produkt von einem amerikanischen Obsthändler verwechseln. Da sind halt einige Sachen. iPad. Was hast du jetzt gesagt? Obsthändler. Das ist halt auch wieder ein Abkommen, wo einige Sachen, die früher auch schon ACTA enthalten waren, die jetzt nicht mehr drin sind, doch wieder vorkommen. Genau, die werden natürlich wieder auch über einen anderen Weg versucht, in die Gesellschaft zu bringen, weil irgendwie, keine Ahnung, die Urheberrechtsindustrie oder die Verwerterindustrie, die will halt unbedingt ihr Überleben sichern und die Content-Mafia. Die sogenannte Content-Mafia und versucht damit irgendwie jede Möglichkeit auszuschöpfen, um solche Dinge wie Three Strikes in lokales Recht umzusetzen oder auch die Vorratsdatenspeicherung oder viele andere Sachen. Und das war auch eine zentrale Frage von mir, warum demonstrieren wir hier eigentlich noch, wenn das wenn die aktuelle Version von ACTA so viel, also nicht wirklich was in Deutschland ändern würde. Das war zum einen natürlich, dass es was in anderen Ländern ändern würde Entwicklungsländer, die wirklich Probleme mit Medikamentenversorgung haben, die auf Generika, das sind wirkstoffgleiche Kopien von Markenmedikamenten, die wirklich darauf angewiesen sind, sowas Billiges zu kaufen, die hätten dann echt Probleme, irgendwie noch Patienten mit sowas zu versorgen, weil die sich nun mal teure Markenmedikamente nicht leisten können. Und da sollte man auch mal über den Tellerrand, also über Deutschland hinausblicken und das auch erkennen, dass man auch Menschen in der Ferne mit so einer Demo was Gutes tut. Und natürlich, das war am selben Tag, hat die Bundesregierung bekannt gegeben, vorerst, war es ein Tag vorher, weiß ich gar nicht mehr, vorerst die Ratifizierung von ACTA auszusetzen. Ein Tag vorher war das, okay. Das war quasi die letzte Aktion, die Demos noch zu verhindern. Irgendwie hatte ich so das Gefühl. Ich habe auch das Gefühl, das ist so der Notfallplan gewesen. So, jetzt schaffen wir schnell noch diese Ratifizierung ab und dann demonstriert morgen niemand. So wirkte das. Und weil das so mega unglaubwürdig war und dann noch diese iPress-Story, wo, weiß nicht, das wieder neu verwurstet wird, lohnt es sich natürlich, da zu demonstrieren, weil damit zeigt man natürlich, dass man das absolut nicht will. Und das haben echt viele gezeigt und das war echt toll. Ein Riesenproblem, was wir noch gar nicht angesprochen haben von ACTA, ist natürlich auch die Intransparenz. Also dass es alles irgendwie in Hinterzimmern ausgekungelt wurde und das ist bei dem iPad jetzt auch wieder genauso. Das ist komplett geheim alles. Und das machen ja Piraten gerne, dass im Zweifelsfall die Transparenzkeule auspacken und damit alles niederknüppeln. Aber auf jeden Fall ist es hier berechtigt, weil das wären, wenn es wirklich so jetzt verabschiedet werden würde, es wären so mega tiefe Einschnitte einfach im Leben eines jeden Bürgers, die ja bestimmt
nicht möchte in dieser Form. Und wenn das dem Bürger nicht mal mitgeteilt wird, oder wir reden ja jetzt hier nicht nur von ein paar Leuten, die das betrifft ja echt zig Millionen, Milliarden Menschen, würde ich sagen. Und das ist inakzeptabel. Ja. Ja, und in ACTA war ja auch diese Vorratsdatenspeicherung wieder im Gespräch, damit man quasi die Internetaktivität aller Menschen, womit man quasi die Internetaktivität der Menschen überwachen konnte. Und das war ja auch das zweite Thema im Frühling der Freiheit. Das zweite Einzelthema. Kannst du dazu was sagen? Zur Vorratsdatenspeicherung in Klammern VDS? Nein. Echt nicht? Oh, dann muss ich dich mal informieren. Ich muss sagen, Vorratsdatenspeicherung ist nicht mein Steckenpferd, weil ich weiß nicht so viel über Vorratsdatenspeicherung, ich weiß mehr über ACTA. Und ich habe gehofft, dass du mir da ein bisschen was zu erzählen kannst. Ja, kann ich. Also die Vorratsdatenspeicherung, die haben wir nicht mehr in Deutschland. Die hatten wir bis 2009. Die wurde tatsächlich dann, als die FDP an die Regierung kam, eingestellt oder abgestellt. Und Bestandteil der Vorratsdatenspeicherung, also ich würde das jetzt nicht als FDP-Verdienst anrechnen, also es war halt eine ziemlich breite Bürgerbewegung, die gegen die Vorratsdatenspeicherung vorgegangen ist und auch gegen das Internetzensurgesetz, was da gleichzeitig irgendwie Thema war. Es gab auch eine riesige Unterschriftenaktion gegen die Vorratsdatenspeicherung, also dass die FDP das aufgegriffen hat und dann tatsächlich umgesetzt hat, war, denke ich, nur sinnvoll. Gut, also was ist die Vorratsdatenspeicherung? Also die, da geht's quasi darum, dass Aktivität von Menschen protokolliert wird, und zwar im Internet und per Telefon. Und das hat beinhaltet, dass aufgerufene Webseiten quasi vom Provider protokolliert werden, dass eingehende Telefonate protokolliert werden, mit wem hat man telefoniert, also von welcher Nummer zu welcher anderen Nummer und von wem wurde man angerufen, dass protokolliert wurde, wem man eine SMS geschickt hat und von wem man eine SMS bekommen hat. Und beim Handy war noch der krasse Knackpunkt, dass gleichzeitig noch protokolliert wurde, wo man gerade ist. Also es wurde immer protokolliert, wo das Handy sich angemeldet hat, an welchem Funkmasten. Quasi wurde quasi im Auftrag der Regierung jeder Mensch getrackt. Also die Position eines jeden Menschen, der ein Handy in der Tasche hat, aufgezeichnet. Und das war die Vorratsdatenspeicherung und das sollte quasi helfen bei Ermittlungen, irgendwie schneller Täter zu finden und Verbrechen schneller aufzuklären. Und es war halt ein Generalverdacht gegenüber allen Menschen. Und das kann nicht sein. Sowas ist halt unglaublich krass. Das ist halt ein totales Überwachungsstaat-Szenario. Also wirklich Stasi-Methoden, die wir da hatten in Deutschland für eine Zeit lang. Und das soll nicht mal was gebracht haben. Was? Das soll nicht mal was gebracht haben, großartig. Ja, die Aufklärungsraten, die das gebracht hat, die waren wohl minimal, also, oder wenn auch überhaupt nicht vorhanden. Also es ist ja nicht so, dass eine Polizei oder die Polizei nicht an Daten kommt, wo jemand irgendwie mit jemand anderem telefoniert hat. Also man kann sich ja richterliche Beschlüsse holen und das dann nach einem richterlichen Beschluss auch machen, und man kann dann eine Einzelperson überwachen, wenn da ein begründeter Verdacht ist. Ja, aber pauschal alle Menschen in Deutschland zu überwachen, ist einfach ein Prinzip gewesen, was absolut nicht ging. Das war halt eine absolute Stasi-Methode, die wir hier hatten. Und es ist immerhin immer noch weiter im Gespräch, die Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen. Da nennt man jetzt mit
gibt's jetzt irgendwie neue ähnliche Methoden, die dann heißen, die dann irgendwie Quick Freeze heißen. Funkzellenabfrage ist ja dann noch was anderes. Also wo die Vorratsdatenspeicherung quasi wieder eingeführt werden soll und schneller gelöscht werden soll, die Daten, aber wo sie trotzdem von allen Menschen erfasst werden und sowas. Dabei reicht die vorhandene Gesetzgebung auf jeden Fall aus, dass sich die Polizisten oder die Polizei, die irgendwie gegen jemanden ermittelt, einen richterlichen Beschluss holt und den dann überwachen kann. Also das ist, denke ich, mehr als ausreichend. Was soll man quasi pauschal alle Menschen überwachen? Das ist doch auf jeden Fall ein Ding, wo man nicht hinterstehen kann. Ich denke mir mal auch, dass viele Politiker gar nicht begriffen haben, was das überhaupt bedeutet und die deshalb das eingeführt haben irgendwie. Ja. Auf jeden Fall ging es halt auch um diese Vorratsdatenspeicherung und da wollten wir halt auch die Menschen mit dem Frühling der Freiheit drüber aufklären, was ist das, worum geht's da und warum müssen wir dafür sorgen, dass es auf jeden Fall nicht wiederkommt und nicht wieder eingeführt wird in Deutschland. Und dann gab's ja noch ein Thema. Genau. Und das war die elektronische Gesundheitskarte. Kannst du darüber was erzählen? Weil ansonsten erzähle ich jetzt darüber, aber weiß ich nicht. Okay, bisschen was. Dann leg mal los. Und zwar, ich hatte auch letztens Post bekommen von meiner Krankenkasse und die wollten, dass ich denen ein Bild zuschicke von mir. Ja, ich mir gedacht, okay, sieht ja nicht schlecht aus. Aber dann habe ich mich ein bisschen darüber informiert, warum wollen die eigentlich ein Bild von mir haben. Und natürlich hat das was mit der elektronischen Gesundheitskarte zu tun. Die wollten so ein biometrisches Bild von mir haben, also sowas... Von mir wollten sie sowas haben. Echt? Ja. Und also biometrisch stand bei mir auch drauf, also ist nicht erforderlich. Von mir wollten sie eins haben. Ja, so sind die Krankenkassen unterschiedlich, ja. Jedenfalls dachte ich mir so, nein. Das ist, und zwar geht es um diese neue elektronische Gesundheitskarte, die soll die herkömmlichen Krankenkassenkarten ablösen und da werden halt Daten gespeichert über die einzelnen Personen. Das Problem dabei ist aber, diese Daten, die werden nicht direkt auf der Karte gespeichert, das geht nämlich auch gar nicht, weil weiß ich nicht, die hat eine extrem geringe Kapazität. Genau, da werden bloß die Stammdaten wohl gespeichert, genau. Also Name und Geburtsdatum und sowas, was man so kennt. Das reicht noch, um sich beim Arzt sozusagen einzuloggen. Und die eigentlichen Daten, um die es geht, die so brisant sind, die von Interesse, die von wirklichen Informationsgehalt sind, die werden auf dem Zentralspeicher gespeichert. Und es ist jetzt kein Speicher, auf dem jetzt jeder Zugriff hat. Auf diesen Speicher haben dann Krankenkasse und Ärzte sollten eigentlich drauf Zugriff haben. Und das Problem dabei ist, theoretisch könnte man die dann auch hacken, zum Beispiel. Und dann hätte eigentlich doch wiederum jeder Zugriff drauf. Und das ist auch wieder so eine Sache, dadurch, dass die zentral irgendwo gespeichert sind, wo wirklich wieder mehrere Leute drauf Zugriff haben, hat man auch wieder so eine Untergrabung von der ärztlichen Schweigepflicht. Was überhaupt nicht gut ist. Ich weiß nicht, ich glaube, das will, glaube ich, keiner großartig, dass jeder über die Krankheiten Bescheid weiß. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, es war, glaube ich, 2011, da ging die City BKK pleite. Das war eine Krankenkasse, das war die erste Krankenkasse, die pleite gegangen ist. Und dann hatten viele, oder man hat in den Medien zum Beispiel gehört, dass einige ältere Menschen, die zuvor dort waren, ein Problem hatten, neue Krankenkasse zu finden, weil die dann doch abgelehnt wurden, weil die halt nicht mehr so profitabel wären. Und jetzt überlegt man sich, man hat diesen Zentralspeicher und jetzt mal angenommen, jemand hat, ist HIV-positiv und dann könnte die Krankenkasse das zum Beispiel sehen und dann sagen, es bringt uns da nichts mehr, der lebt nicht mehr lange, da machen, wir bezahlen ja hier nicht das Hospiz oder der würde uns das ja zur Tasche legen. Das wäre zum Beispiel eine vorstellbare Variante, die es dabei geben würde. Dann können sie ihn einfach ablehnen und nicht aufnehmen.
an die Krankenkasse. Das wäre eine Möglichkeit. Weil er nicht quasi nicht profitabel ist, weil ja Krankenkassen auch wirtschaften. Na, eine Krankenkasse ist ja wie eine Versicherung halt. Wobei aber die gesetzlichen Krankenkassen ja aufnehmen müssen. So wie ich das. Das stimmt, aber dadurch schränkt man sich ja auch wieder, also dadurch würde man ja auch wieder stark eingeschränkt werden, was die Wahl der Krankenkasse angeht, weil man dann halt nicht, mal angenommen, man hat so einen Fall, um den es dabei gehen würde, weil man dann halt nicht die volle Wahlmöglichkeit hat. Mhm. Und das schränkt einem ja auch wieder in seinen Möglichkeiten deutlich ein. Ein anderes Beispiel ist ja zum Beispiel, wenn das irgendwie veröffentlicht wird, dieser zentrale Datenspeicher, und also es wird, nehmen wir an, es wird gehackt und veröffentlicht, oder es gibt irgendwie einen Datenschutz-Fail und die haben da irgendwie die Tore selber offen gelassen und da kann man irgendwie drauf gucken, und man hat irgendwie eine Krankheit und ist öfter mal krank im Jahr oder so, weil man periodisch immer wieder Probleme hat, dann hat man mit Sicherheit ein Riesenproblem, wenn der Arbeitgeber an diese Daten kommt. Also, oder zumindest der zukünftige Arbeitgeber. Weil der wird sich dann auch gut überlegen, ob er jemanden einstellt, der irgendwie mindestens 30, 40 Jahre im Jahr krank ist. Tage im Jahr krank ist irgendwie. Ja. Was ja gar nicht so sein muss. Es kann ja sein, dass es mal... Vielleicht wird es ja besser, ja. Vielleicht hat man ja irgendwie ein effektives Medikament gegeben. Und wie gesagt, dadurch schafft man halt den gläsernen Patienten, und das ist sowas von überhaupt nicht gut. Weil es bringt eigentlich gar nichts, außer dass es Naja, doch, es bringt schon was. Also die Pro-Argumente für diese elektronische Gesundheitskarte sind ja, dass man, wenn man zum Beispiel irgendwie einen Unfall hat oder so und ins Krankenhaus eingeliefert wird, dass man auf der Karte oder dass man quasi über die Karte erfahren kann, hat dieser Mensch irgendwelche Allergien. Und also wenn du zum Beispiel allergisch gegen irgendein Medikament bist, was sie dir geben, wenn du im Krankenhaus landest. Oder und du nicht Auskunft darüber geben kannst, dass du dagegen allergisch bist. Da gibt's zwar diese Pässe, die man noch zusätzlich haben kann, aber die kann man ja auch aus irgendeinem Grund nicht dabei haben, möglicherweise. Und das wäre dann quasi auf dieser Karte mit gespeichert, oder nicht auf der Karte, sondern in der Datenbank, wo die Karte drauf verweist. Und ein wesentlich besseres Prinzip wäre gewesen, man hätte die teureren Karten genommen, also die mit mehr Speicherkapazität, wo dann wirklich die Patienteninformationen auf der Karte bleiben und nicht auf einem zentralen Datenspeicher hinterlegt werden. Und das ist halt eine unglaublich gefährliche Sache, und und das kommt jetzt auf uns alle zu. Okay, bringt gar nichts, war vielleicht der falsche Ausdruck. Also es ist, natürlich gibt es da einen Gedanken, der dahinter steckt, aber der ist sowas von nicht zu Ende gedacht. Und wenn man dann halt, wie gesagt, auf so eine Billig-Variante mit Kompromissen eingeht, dann kann man auch erwarten, dass es auf Widerstand stößt. Und das ist auch gerade so ein Thema gewesen, wo wir beim Frühling der Freiheit viele Leute darüber informieren konnten, die da von noch gar nichts gehört haben. Das war auch wirklich so ein Thema, was an den Leuten, also wo ich das Gefühl hatte, dass es an vielen Leuten extrem vorbeigegangen ist. Ja, also es war ja auch so, dass das Marketing für diese Karte wohl auch so lief, dass behauptet wurde, dass die Daten auf der Karte gespeichert wurden oder Daten auf der Karte gespeichert werden, und dass auch verschwiegen wurde, dass es diesen zentralen Datenspeicher gibt, um halt den Leuten nicht irgendwie Angst zu machen. Ja, das Marketing, was ich kannte, also was bei meiner Krankenkasse der Fall war, ja, es gibt eine neue Karte und dafür brauchen wir ein Foto von Ihnen. Das war, das ganze Marketing, was da bei mir war. Also da wurde... Also man kann die alte Karte auf jeden Fall noch so lange weiter nutzen, wie sie datiert ist, also soweit ich weiß. Und muss die neue nicht verwenden, solange man ja noch eine alte hat. Die gilt ja dann meistens noch ein Weilchen. Gegen das Foto kann man zumindest einen Widerspruch einlegen. Na, man muss das Foto wohl auch gar nicht bereitstellen. Genau. Ich weiß gar nicht, die Rechtsgrundlage ist wohl noch nicht in Kraft oder existiert noch nicht so richtig. Also ich bin mir da nicht sicher.
Es ist auf jeden Fall ratsam an der Stelle, sich zu informieren und da auch versuchen, gegen anzugehen, dass eben diese Karte in dieser Form, wie sie jetzt kommen soll, gestoppt wird und dass da ein anderer Weg gefunden wird. Ja, das waren so die grundsätzliche Thematik, die wir dort angesprochen haben. Das waren so die drei Themenblöcke, die wir... Es sind alles drei Themen, die nicht wirklich, wo die Leute nicht wirklich Bescheid wissen. ACTA, Vorzeitenspeicherung und elektronische Gesundheitskarte. Wozu man auch sagen muss, dass, um mal wieder zu ACTA zurückzukommen, dass es so ein gigantischer Text ist, der auch wirklich schwer zu fassen ist, also der wirklich unübersichtlich ist. Und dann sich dazu drüber zu informieren, das ist auch gar nicht so leicht, weil es gab zum Beispiel ein Video von Anonymous im Web bei YouTube, wo die auch so ein bisschen darüber aufgeklärt haben. Das war ja zu dem Zeitpunkt, als das noch propagiert wurde, also direkt vor der Demo, gar nicht mehr aktuell, weil da viele Sachen schon noch gezeigt oder viele Sachen noch gezeigt wurden, die ja gar nicht mehr mit drin waren. Und das stiftet ja dann auch wieder Verwirrung irgendwo, weil die Leute denken, dass es tatsächlich noch da drin enthalten ist. Ja, das war tatsächlich eine ältere ACTA-Version, die dort beschrieben wurde in dem Anonymous-Video. Da war das Three Strikes noch mit drin und andere Sachen. Wenn du ein Hühnchenrezept mit deiner Freundin teilst, bist du ein Verbrecher. Genau. So aus dem Anfang. Ja, das können wir ja mit einstellen dann in die Links. Dann kann sich das jeder mal ansehen. Ja, das waren so die Grundthemen. Tatsächlich habe ich davon nicht so viel erzählt. Ich stand auch nicht am Stand. Ich habe nur die Flyer, also ich habe vor allem Flyer verteilt. Und ja, kommen wir doch mal dazu, wie das so bei den einzelnen Ständen gelaufen ist. Sind wir ja schon ein paar Mal so kurz abgeschwiffen und haben da schon was zu gesagt. Und können wir erstmal zu unseren eigenen Ständen, wo wir waren, was erzählen? Genau. Also bei mir war es ja, also ich war in Potsdam und bei mir war es halt so, dass ich vor allem Flyer verteilt habe und die Leute angequatscht habe und ihnen die Flyer in die Hand gedrückt habe. Ich hoffe, viele Leute lesen auch davon und können sich dann tatsächlich mal über diese Themen informieren und auch mal dann noch weiter informieren, was denn da das Problem ist und warum man dagegen vorgehen sollte. Und wir haben ziemlich viel, also unglaublich viel verteilt in Potsdam. Hatten Nachfragen, hatten wir auch öfter, aber jetzt nicht über den Frühling der Freiheit, sondern über die Piraten allgemein vor allem. Kamen halt viele auf uns zu, die meinten, wir hätten ja gar kein Programm. Oder ich hatte mit einem älteren Herrn geredet, der meinte, was denn unsere Position zur Außenpolitik sei und dass er die Piraten sehr interessant findet und auch diese Basisdemokratie, die wir haben, sehr interessant findet. Und ich habe ihm dann erklärt, dass wir zur Außenpolitik eben noch keinen Programmpunkt haben, dass es zwar Anträge dazu gibt, die aber noch nicht behandelt werden konnten und dass es eben auch an der Basisdemokratie liegt, also dass die Entscheidungsfindung eben ein wenig länger dauert, solange man auf Parteitagen jeden Punkt ausführlich diskutiert und quasi dann auch darüber abstimmt, ob der wirklich für uns sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Das dauert dann halt eben ein bisschen und ist halt anders, als wenn der Vorstand sagt, okay, Leitantrag XY und ihr stimmt jetzt nur noch zu. Wobei es da aber inzwischen auch schon Bemühungen gibt, das zu ändern. Es gibt Bemühungen, das zu ändern, genau. Durch zum Beispiel durch so eine Art Liquid Feedback, was so als permanentes Meinungsbild oder permanente Meinungsbildung im Gespräch ist zum Beispiel, wo über also es war jetzt zum Beispiel das Thema auf bei dieser Euro-Krise, Griechenland etc., die wir ja immer noch haben. Also die weitet sich ja eigentlich noch aus. Und da wurde ja sehr häufig bemängelt, oh ja, die Piraten haben dazu gar keine Stellung. Und als der Bundesvorsitzende da sagt, seine eigene Meinung ist egal und weil wir dafür keine offizielle Stellung haben, wird er sich auch dazu nicht äußern.
wäre es ganz optimal. Fand ich auch sehr gut übrigens, dass wir, also wir haben ja auch die aktuelle Kompass-Ausgabe verteilt, dass da als Titelthema genau das, also so ein Wirtschaftsthema vorne drauf war, womit man gerade bei Piraten vielleicht als Außenstehender überhaupt nicht so mit rechnen würde, dass man auch mal zeigen konnte, dass also die Themensparte auch in solche Richtungen geht, also oder zumindest, dass man sich bemüht, auch damit auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall. Also ich habe auch auf die Zeitungen verwiesen, wenn jemand meinte, wir hätten ja kein Programm und als uns die Brandenburg und die Bundesflyer ausgegangen sind, wo eben schon ein paar Programmpunkte drin standen, dann habe ich auch gesagt, oder dann hatte ich auch auf die Zeitung verwiesen und meinte, das sind halt Themen, womit sich die Piraten beschäftigen, die in der Zeitung stehen. Es müssen nicht unbedingt schon beschlossene Programmpunkte sein. Es sind aber auf jeden Fall alles Themen, wo sich Piraten mit beschäftigen. Und die Euro-Krise ist natürlich, oder die Griechenland-Krise oder beides, ist natürlich ein Teil von dem, womit sich Piraten beschäftigen. Es geht eben nicht nur ums Internet bei uns und es geht sehr viel über das Internet. Also man engagiert oder man organisiert sich über das Internet oder man spricht dann im Mumble zusammen, also so einem elektronischen Telefonkonferenz oder chattet irgendwie zusammen oder twittert oder. Aber im Grunde geht's halt alles um reale Themen, die mit dem Internet dann nicht so viel zu tun haben im Endeffekt. Ja. Dein Eindruck so vom Stand, der wurde gut angenommen und waren das jetzt so hauptsächlich die jungen Menschen, wenn man so hört, Piratenpartei, sehr geringer Altersdurchschnitt, die jetzt dafür sich interessiert haben? Also so wie ich hier gelesen habe, ich habe ja die Eindrücke von den anderen Kreisen gelesen und da war es ja so, dass vor allem ältere Leute nachgefragt haben, worum geht's denn bei den Piraten und sich näher informieren wollten und auf die Themen so eingegangen sind. Und in Potsdam war das eigentlich sehr gemischt. Also wir hatten viele jüngere Leute, die sich informiert haben oder die Flyer angenommen haben. Genauso viele ältere Leute, männlich, weiblich, vollkommen egal. Also irgendwie hatten wir Leute aus jeder Altersschicht. Wir hatten auch Ausländer, die an unseren Stand kamen und nachgefragt haben, gibt's denn eine Piratenpartei in England? Und meinten wir halt auch, ja, es gibt auch eine Piratenpartei in England und die ist aber noch ziemlich klein und die sei wohl auch schon bei Kommunalwahlen oder sowas angetreten, also irgendwie kleine Regionalwahlen angetreten. Also man kann sich auf jeden Fall da informieren und mal nachgucken, wie die Partei dort so steht. Und ich hatte auch beim Verteilen von Flyern zwei französische Jugendliche, die haben auch nachgefragt, wie es denn in Frankreich aussieht. Die haben auch versucht, irgendwie uns auf Englisch zu verständigen. Die konnten auch beide nicht so super gut Englisch. Und habe ich auch gesagt, also sie sollten doch mal gucken bei der französischen Piratenpartei-Webseite. Habe ich gesagt, Pirate Party. Ich weiß gar nicht genau, ob die irgendwie eher Cousin oder irgendwie sie Piraten Cousin oder sowas heißen, weiß ich gar nicht. Ich weiß auch oder nicht, wie ob die Partie Cousin oder so. Ich keine Ahnung, wie was dann Pirat im Französischen. Es gibt ja heißt. Es gibt ja eine Übersichtsseite am besten darauf verweisen sollen. Bei Pirate Party International, da sind natürlich alle Piratenparteien, die es auf der Welt gibt, aufgelistet. Ja, nicht, dass man denn nach Pirate Party France sucht und findet die nicht, weil die irgendwie Cousin heißt oder sowas, ja. Genau, und da ist auch angegeben, ob das nur eine Vereinigung ist bei denen oder ob die als politische Partei sogar schon zugelassen sind. Und ich glaube, in Russland, da dürfen die sich gar nicht Piratenparteien nennen. Genau, da wurden sie nicht also die nennen sich zwar Piratenpartei, aber sie wurden nicht als offizielle Partei zugelassen, weil der Name anscheinend zu böse ist für Russland. Ja. Und Russland als lupenreine Demokratie will natürlich solche komischen Namen da bei den Parteien nicht zulassen. Ja, natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. Das ist ja. Ja, auf jeden Fall war es ziemlich gemischt und in Potsdam guter Stand.
haben viel Anklang gefunden, hatten ständig Leute am Stand, sind da viel rumgelaufen und haben Flyer verteilt. Manche Leute mehr, manche Leute weniger, also jetzt unter den Piraten, wir waren noch am Stand insgesamt irgendwie zwischen 8 und 11 Leuten, also ziemlich viele Leute, also ziemlich viele Piraten, konnten halt ständig welche den Stand betreuen und ständig welche rumlaufen und Flyer verteilen und es lief halt ziemlich gut, also man konnte da ziemlich viele Leute erreichen, denke ich, und Aufmerksamkeit erregen. Kann ich hier noch was aus Bonn-Rogener Havel erzählen? Und zwar, ich habe auch gedacht, das sind so hauptsächlich die Jugendlichen, die da kommen und sich informieren wollen, weil sie, oh ja, Piratenpartei ist was für junge Menschen, finden sie ganz toll, bla bla. Aber zu meinem Erstaunen waren es doch erstmal sehr viel ältere Menschen, die zu uns kamen, weil viele auch gesagt haben, die halten uns für eine gerechte Partei, also sie halten uns einfach für glaubwürdiger und für ehrlicher. Und die sind einfach mit der sozialen Ungerechtigkeit, die so zurzeit herrscht und auch durch andere Parteien wahrscheinlich nicht behoben werden kann, sind sie sehr unzufrieden. Da waren Senioren und auch Arbeitslosengeldempfänger bei uns, die der Meinung waren, das ist einfach ein riesengroßer Bullshit, der zurzeit in der Politik passiert und dass wir da halt frischen Wind reinbringen könnten. Und junge Menschen hatten wir aber nicht so viele. Nicht so viele, wie wir ältere Menschen haben. Das hat mich echt ein bisschen überrascht. Und das hat man auch Ich habe ja eine Vermutung. Der demografische Wandel. naja, nicht unbedingt. Also ich hab die Vermutung, dass sich Leute oder junge Leute, die sich für Politik interessieren. Es gibt ja jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute, die sich für Politik interessieren. Aber junge Leute, die sich für Politik interessieren, die informieren sich halt im Internet und kommen dann vielleicht doch nicht zum Stand. Und die Älteren, die sich für Politik interessieren, die kommen dann vielleicht doch eher zum Stand. Also das ist jetzt so, ist mir jetzt so eingefallen gerade. Ja. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass in Potsdam doch eher so eine, dass mehr junge Menschen in Potsdam wohnen zum Beispiel, als hier auf dem Land, hier in Brandenburg, da wohnen ja nur Landeier. Ja, in Brandenburg haben wir schon viele, wirklich, also verhältnismäßig wirklich sehr viele ältere Menschen. Aber es heißt ja nicht, dass es gar keine Jüngeren gab. Es gab Studenten, die sich für uns interessiert haben, also die auch gesagt haben, sie finden uns sympathisch als Partei. Es gab auch welche, die noch ein bisschen jünger waren, also sage ich jetzt mal so, im Alter, wo man Abitur macht, die haben auch sich informiert. Die sind nicht so sehr mit uns ins Gespräch gekommen, weil sie erstmal so schauen wollten, wer sind die und was machen die eigentlich. Aber man musste niemandem erklären, wer die Piratenpartei ist. Das wusste wirklich inzwischen jeder. Auf jeden Fall. Hat sich wie so ein Lauffeuer rumgesprochen. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal von den Piraten gehört habe, das ist auch schon ein bisschen länger her, da waren die noch nicht so in aller Munde, aber spätestens seit der Berlin-Wahl, weiß ich nicht, da kann jedes Kind was mit Piraten bitte anfangen. Das hat einen riesen Vorteil, weil man muss nicht mehr erklären, wer man ist, was man so für Ideale ungefähr hat. Man kann wirklich gleich anfangen zu informieren, hier, wir haben hier die und die Themen oder hier nimmst du mal Flyer mit von den Piraten, die wissen dann gleich, von wem sie was bekommen. Und das ist natürlich ein mega Vorteil. Ich glaube, der letzte Infostand, auf dem ich war, der war Anfang 2011. Das war vor der Wahl in Sachsen-Anhalt. Da waren wir in Sachsen-Anhalt mehrfach und haben Unterschriften gesammelt und haben einen Infostand gemacht, um denen zu helfen. Und da waren noch ganz viele Leute, was Piratenpartei, was für ein lustiger Name, was soll denn das sein und so. Also inzwischen ist das ganz anders. Alle kennen die Piratenpartei irgendwie oder ziemlich alle. Zumindest wurde ich von niemandem gefragt, was ist denn die Piratenpartei? Das hat sich schon sehr verändert. Ja, positiv wurde halt auch aufgenommen, dass wir halt, also wie gesagt, dass wir diese Blumen verteilt haben bei Frühling der Freiheit, wo wir natürlich das mega, mega Glück gehabt haben mit dem Wetter. Also wenn ich sehe, jetzt regnet es gerade und dann hatten wir die ganze Zeit vorher so Mauschelwetter irgendwo
Und dann hatten wir auf einmal diese 20, 23 Grad im ganzen Land, mega geiles Wetter mit Sonnenschein, Frühling, kurze Hosen, T-Shirt. Und wo man wirklich vom Frühling sprechen kann und man kann den Leuten eine Blume in der Hand drücken, da ist man, das Wetter macht einem selber glücklich und man kann die Leute mit einem Lächeln begrüßen und dann nehmen die auch viel eher so einen Flyer an. Und die hören einem auch eher zu, weil die wollen das Wetter genießen und dann bleiben sie auch mal stehen, um einem zuzuhören, weil sie gerne draußen sind. Ich bin ja nicht gläubig, aber die, wie hieß diese religiöse Gruppe nochmal? Die Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas, die hätten wahrscheinlich gesagt, dass jemand diese Aktion unterstützt mit dem Wetter. Möglicherweise. Ja, aber also, ne? Ja, wie gesagt, also super Wetter, für super frühlingshaftes Wetter. Also gerade am Anfang. Die Blumen kamen richtig gut an, da konnte man mal richtig den Charmeur raushängen lassen und dort Blumen verteilen und gleichzeitig Flyer verteilen. Das war eine gute Aktion, gute Idee. Also es war für viele von uns, die da am Stand waren, auch der erste Infostand, der sowas gemacht hat. Und dann haben wir uns auch so überlegt am Anfang, na, wie gehen wir es jetzt an? Was ist, wenn die Leute von uns nichts wissen wollen? Piratenpartei ist nichts für die. Und dann sind wir da hingegangen und haben angefangen, die ersten Flyer zu verteilen. Und da war ich doch ein bisschen baff, dass die uns gerade so am Anfang gerade so aus den Händen gerissen wurden und jetzt die Leute dafür interessiert haben. Es hat dann irgendwann, als es zum Mittags wurde, da weiß ich nicht, da waren nicht mehr so viele Leute auf der Straße, da sind die Essen gewesen und da war es nicht mehr ganz so wild, aber am Anfang, da war ich schon echt erstaunt, dass die Leute auch wirklich was darüber wissen wollen und dass man das denen nicht so quasi auf die Nase binden muss, dass man da ihnen was präsentieren möchte. Ja, aus den Händen gerissen? Ja, die sind jetzt nicht angekommen und haben da wild alles abgegrabbelt, aber die Aufnahme war sehr freudig. Also wenn ich so, ich war mal kurz dann noch im Einkaufszentrum, da haben auch welche Flyer verteilt und weiß nicht, der stand da irgendwie nach einer halben Stunde immer noch mit einem, ich glaube mit dem Lendenpacken in der Hand und Zeugen Jehovas, die da gegenüber waren, weiß nicht, die haben da auch bloß rumgesessen und darauf gewartet, dass sie mal einer anspricht. Und wie habt ihr denn das gemacht überhaupt? Wie lief denn euer Infostand? Also gesessen hat bei uns niemand. Wir waren ja zu fünft, der gesamte Vorstand. Wir hatten auch gar keine Stühle in Potsdam. Nein, wir hatten auch keine Stühle. Konnte keine sitzen. Und wir hatten uns strategisch so positioniert, dass wir an einer Stelle sind, wo quasi die halbe Stadt durchläuft, weil das so die der Mittelpunkt der gesamten Innenstadt ist quasi. Und das alles auf so einen, weiß ich nicht, maximal 3-4 Meter breiten Weg, wo die Leute auf jeden Fall an uns vorbei müssen. Und weil sie alle ins Einkaufszentrum wollen oder weil sie in die Hauptstraße wollen, in die Geschäfte etc. Und wie habt ihr die Flyer verteilt? Seid ihr denn auf die Leute zugegangen und habt sie angesprochen oder einfach nur... Wir haben uns die Straße entlang verteilt, sodass jetzt auch keiner wegrennen kann. Und sind auf die Leute zugegangen mit einem Lächeln, das bis zu den Ohren gereicht hat und haben dann ihnen einen Flyer in die Hand gedrückt und gefragt, ob wir sie informieren können und also ob sie einfach mal Lust haben, sich den Frühling der Freiheit haben wir gerade, ob sie sich hier mal einen Flyer durchlesen möchten, ob sie den mitnehmen möchten oder mit Kompass, ob sie vielleicht was lesen möchten, was mit Politik zu tun hat von den Piraten. Und es gab auch Leute, die sind am Stand der Zeugen Jehovas vorbeigegangen und dann habe ich so gesagt, die interessieren sich scheinbar nicht für Religion, vielleicht interessieren sie sich ja für Politik. Und dann ist man wirklich mit den Leuten auch so ins Gespräch gekommen. Und da sind auch Leute von anderen Parteien, also von der SPD ist zum Beispiel einer angekommen und der hat mit uns ewig lang geredet und hat uns auch noch hier zu seinem nächsten SPD-Treffen eingeladen, wo sie dann ein neues Wahlprogramm beschließen wollen. So unter dem Motto, da könnt ihr euch noch was abgucken. Ah, ja. Da haben wir dann ihnen entgegnet, wir haben das Motto, denke selbst. Auch wenn das vielleicht nicht gemeint war von ihm. Und es hat mega gut geklappt. Was auch gut war, dass wir keinen alleine gelassen haben. Sobald wir gemerkt haben, da sind ein paar Leute, die dann doch einen so ein bisschen vielleicht mit Informationen trollen wollen, weil die einen mit Informationen fluten, die man in dem Moment nicht nachvollziehen kann, weil man gerade kein Internet hat, wo man das mal schnell nachholen könnte, ob es überhaupt stimmt, was die da sagen, oder ob die sich jetzt, das weiß ich nicht, im extremsten Fall einfach nur ausdenken, um es zu trollen.
oder ob die Wissen haben, weiß nicht, wovon wir einfach jetzt nichts wissen. Die haben uns was erzählt und dann mussten sie hinnehmen. Da war es halt immer auch ein Vorteil, dass noch einer daneben stand, der auch noch mit weiterhelfen konnte. Es waren zum Beispiel welche da, die haben gesagt, die sind Grünwähler und aber sie finden uns zwar sympathisch, aber so richtig warm werden sie mit uns noch nicht, weil wir haben ihnen zu wenig politische Themen, ein Themenpartei, bla bla bla, interessieren uns nur für Internet und alles. Alles Übliche. Und da war zum Beispiel jemand, Lemir, der hat ihnen dann gleich entgegnet, ja, aber wir haben ja zum Beispiel Regionalverband Prignitz-Ruppin, da haben wir jemanden im Vorstand, der leitet zwei Seniorenheime. Und da haben wir auch was mit älteren Menschen zu tun und das ist nichts unbedingt mit Internet. Und da waren sie auch wieder ruhig und das fanden sie auch toll, muss ich sagen. Dann haben sie auch gefragt, wie wir zum Tierschutz stehen. Da konnte ich denen aber nichts zu sagen, weil Da haben wir noch nichts im Programm. Da haben wir auch nichts im Programm. Und die Feedback-Überschlüsse sind auch sehr durchwachsen. Also ich denke mal, Massentierhaltung, glaube ich, sind wir ziemlich klar gegen Massentierhaltung. Das konnte ich Ihnen auch sagen. So wie das im Liquid Feedback aussieht. Es gibt ja auch im Saarland. Was den T-Shirts angeht, ist es noch ziemlich durchwachsen. Also im Saarland, wo ja die nächsten Landtagswahlen jetzt stattfinden, da gibt es ja auch unter anderem ein Plakat, was halt auf diese artgerechte Haltung halt hinweist. Das konnte ich Ihnen noch zum Thema T-Shirts sagen. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir vermutlich nicht viel von Tierversuchen halten. Aber ich konnte ihnen das natürlich nicht verbinden sagen. Es war so ein bisschen meine persönliche Meinung, die damit reingespielt hat. Aber irgendwas musste ich den Leuten auch erzählen, weil wenn immer du sagst, keine Ahnung, dann denken die auch, du beschäftigst dich mit gar nichts irgendwie. Ja gut, du kannst ja deine persönliche Meinung sagen. Das hatte ich auch bei dem Herrn, der gefragt hat, ob die Piraten denn, wie denn die Piraten zur Auslandseinsätzen stehen. Und da hatte ich auch so ein bisschen meine persönliche Meinung eingebracht. Ja. Was ich dann vom Afghanistan-Krieg halte und solche Sachen. Ja. Aber einen Beschluss, einen offiziellen haben wir an der Stelle auch noch nicht. Aber was man auch sagen könnte, also was man schon wirklich in den Gesprächen gemerkt hat, ist, also hauptsächlich hatten wir ja über die drei Themen, die wir vorhin schon mal angesprochen hatten, also ACTA, VDS und elektronische Gesundheitskarte, über die wir eigentlich hauptsächlich informierten wollten, weil das war ja das Thema, was auf dem Flyern stand. Die Leute haben sich auch für andere Themen sehr interessiert. Zum Beispiel muss ich einen erklären, dass wir zum Beispiel dafür sind, dass wir unser Leben selbst bestimmen können, sobald wir volljährig sind. Das heißt, es ging zum Beispiel um diesen Beschluss auf dem letzten Bundesparteitag, wo die beiden suchtpolitischen Anträge angenommen wurden. Dass ich selbst entscheiden kann, was ich rauche. Sozusagen. Mhm. Und dass mir das der Staat nicht vorschreiben darf. Insbesondere ist zum Beispiel auch, dass wenn, ich weiß nicht, einer heroinabhängig ist, dass wenn der Hilfe braucht, dass er sich erstmal eine Straftat bekennen muss, dass das eigentlich nicht so gut ist. Mhm. Das waren auch so Themen, die Leute, also Suchtpolitik war auch ein Thema, wie gesagt, bei uns. Oder auch, es ging auch um Zensur halt, dass es keinen Sinn macht, irgendwie, sag ich mal, Medien, die sowieso erst ab 18 freigegeben sind, warum die dann trotzdem nochmal in geschnittener Form in Deutschland erscheinen, weil es scheinbar für die Leute hier irgendwie doch nicht zumutbar ist, aber für Leute in anderen Ländern schon. Und das hat die Leute dann auch interessiert, dass wir halt so diese Meinung haben, dass wir halt, also über Selbstbestimmung, dass wir halt uns so frei wie möglich halt entfalten können und dass der Staat da möglichst wenige Einschnitte nur machen kann. Das fanden die Leute wohl sehr toll. Ja. Gut. Hast du noch irgendwie? Haben wir noch Dinge aus den anderen Kreisen? Die wir vielleicht noch. Also was wir auf jeden Fall sagen können, mal abgesehen von Potsdam, war es wohl wirklich auch in den anderen Gliederungen so, dass viele ältere Menschen so ja also Interesse gezeigt hatten. Ja, nein, in Potsdam haben auch viele ältere Menschen aber, Interesse gezeigt, aber eben auch viele jüngere Menschen. Im Verhältnis.
Also es wurde jetzt zumindest häufig wiedergegeben, dass die sehr überrascht waren, dass da so viele ältere Menschen sich dafür begeistern konnten. Ja, genau. Also das steht hier auf jeden Fall in diesem Pad, wo alle so ein bisschen ihre Eindrücke von den Infoständen geschildert haben. Dass es vor allem ältere Leute waren, die Interesse gezeigt haben und Gespräche geführt haben mit den Piraten. In Bad Belzig, da ist zum Beispiel noch die Bürgermeisterin vorbeigekommen und hat auch noch zum Gespräch eingeladen. Und hat auch noch Material, also ein Flyer, denke ich mal, und auch noch Blumen von den Piraten bekommen. Also hat die auch noch so ein bisschen Werbung mit uns unten getragen. Ja, und anderen Orten, ich hab glaube ich gelesen, dass woanders der Bürgermeister wohl auch skeptisch auf die Piraten geguckt hat und jemand wollte ihm eine Blume vorbeibringen und er ist dann geflohen. Ja, das wäre dann bestimmt wieder gleich, da hätte er dann wahrscheinlich seinen Hut nehmen müssen. Wenn er mit den Piraten eine Blume annimmt. Das wäre auch sehr schlimm gewesen. Ja. Guck mal, ob es hier noch was Interessantes gibt. Naja, es gab noch dieses Radiointerview. Genau, das Radiointerview. In Frankfurt-Oder, oder? Soweit ich weiß. Ja, stimmt, es war in Frankfurt-Oder. Und zwar haben da die Frankfurt-Oderaner Kontakt zu jemandem vom Radio gehabt und die haben dann auch gleich ein Radiointerview geben können bei einem Sender, der hier nicht näher benannt ist. Und es wurde auch gleich gesendet wohl am selben Tag. Und das ist natürlich auch mega gute Politik dabei. Also ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht vom Sender aus mal frage, ob ich da was drehen darf. Hab's dann aber doch gelassen, weil ich mich daran erinnert habe, dass mein Chef meinte, er will vom Piraten nichts sehen. Mhm. Also ich habe auch noch mitbekommen, dass Sven geschrieben hatte, dass jemand von Fotos vom Frühling der Freiheit haben möchte aus der Zeitung und um dann auch einen Artikel darüber zu schreiben. Ich weiß gar nicht, ich habe zumindest noch nicht mitbekommen, dass es da schon irgendwas gab, aber heute ist ja auch Sonntag und gestern lief das Ganze, vielleicht ist ja Montag auch schon was in der Zeitung. Weiß nicht, ob jemand Fotos an die Zeitung verschickt hat, damit die das nutzen kann. Also bei uns vor Ort in Potsdam habe ich zumindest nicht mitbekommen, dass jemand von der Zeitung dabei war oder dass jemand von der Presse dort war. Bei uns war auch jemand von der Presse dort und ich denke mal, wir werden auf jeden Fall noch nachträglich eine Pressemitteilung verschicken. Und es gibt ja auch noch diverse Portale im Internet, wo wir auch noch den Podcast dann verlinken können, was ja auch quasi dann Pressemitteilungscharakter irgendwo hat. Naja. So ein bisschen. Also ein bisschen lang für eine Pressemitteilung. Ein bisschen lang, aber man kann zumindest darauf verweisen, was da passiert ist. Und es hat nochmal fast denselben Effekt, als wie wenn man da sich mit dem Stand hinstellt. Also vom Informationsgehalt zumindest. Da können sogar die Leute dann in Cottbus sich nochmal nachträglich informieren. Genau. Und beim nächsten Mal auf jeden Fall dabei sein und mitmachen. Wenn wir nochmal eine landesweite Aktion machen. Also wir haben ja auch so eine schöne Statistik geführt. Da haben wir quasi herausgekommen, dass gestern am Samstag dann ungefähr 57 Piraten in Deutschland, in Brandenburg auf verschiedenen Ständen aktiv waren und über den Frühling der Freiheit informiert haben und ungefähr 2500 Leute mit Flyern quasi versorgt wurden informiert wurden über die Aktion. Ein paar Blumen haben wir übrig behalten im Kreisverband Brandenburg. Das sind also ein paar Primeln, weil es hat sich mit den Verschenken bei denen nicht so gut gemacht, weil die halt noch so einen Topf unten dran hatten. Und die werden wir dann demnächst für eine Guerilla-Aktion noch benutzen. Aha. Was macht ihr denn? Was machen wir da? Da werden wir uns vielleicht nochmal in einem späteren Podcast zu äußern. Aber da werden wir nochmal sehen. So viel dazu. Können wir dann schon ein Fazit ziehen? Aha. Weil es war ja... Können wir. Es war ja jetzt nicht das erste Mal, dass wir einen Frühling der Freiheit gemacht haben. Es gab ja schon mal einen. Im letzten Jahr gab es auf jeden Fall auch so eine Aktion in Brandenburg. Und da liefen, glaube ich, an zwei unterschiedlichen Tagen Infostände, jeweils ein Infostand
der dann irgendwie auch nicht so gut besucht war, glaube ich, wie dieses Jahr. Und diese Aktion war schon wirklich klasse, also wirklich in 10 bis 11 Orten gleichzeitig diese Frühling der Freiheit durchzuziehen. Das zeigt schon, dass sich seit dem letzten Jahr so einiges geändert hat. Wir haben halt wahnsinnig viele aktive Leute dazu gewonnen und konnten das übers Netz halt super organisieren, dass wir das irgendwie synchronisiert bekommen und in ganz Brandenburg da so eine tolle Aktion zum Laufen bekommen. Dass es mit dem Wetter gepasst hat, war dann nochmal ein super Bonus. Heute wäre es nicht so gut gelaufen, heute ist es ziemlich düster. Obwohl, heute Vormittag ging es eigentlich. Ja, und ich glaube, wir sind kampagnenfähig. Das glaube ich auch. Also vor allem, man wird von den Leuten halt angenommen, also die haben einen inzwischen auch wenn man, also einer hat gesagt, er findet den Namen scheiße. Piraten, das ist für ihn eine kriminelle Name von einer kriminellen Vereinigung. Okay, kann man jetzt sehen, wie man will. Aber zumindest akzeptieren die uns als politische Partei. Also das hat auch gezeigt, dass wir schon in gewissem Maße etabliert sind. Und vielleicht haben wir auch ein paar potenzielle Wähler durch die Aktion dazu gewonnen. Wir sind auf jeden Fall bekannt. Also die Piraten sind bekannt. Es ist nicht bekannt, was sie machen. Da müssen wir noch einiges an Aufklärungsarbeit leisten. Ganz viele Leute fragen halt nach, was haben die Piraten für Themen? Ihr seid doch nur eine Ein-Themen-Internetpartei, heißt es immer. Oder ihr habt gar keine Themen. Und das ist eben nicht so. Da müssen wir noch einiges leisten. Von daher wäre das auch gut, wenn wir weiterhin solche Infostände machen. Und wenn es nur mal ein Infostand ist, den so ein Kreisverband irgendwie alleine plant und alleine durchführt, das muss ja nicht immer eine bundesweite oder eine landesweite Aktion sein. Auf jeden Fall gibt es noch viel Aufklärungsbedarf, denke ich. Und das kann noch einiges an positivem Zuspruch für die Piraten geben, wenn wir da weiter dranbleiben und weiter am Ball bleiben und weiter Infostände machen, um eben auch ältere Leute zu erreichen und nicht nur die Leute, die sich dann im Internet über das Programm informieren und eben auch schon wissen, dass die Piratenpartei schon ziemlich viele Punkte haben, die sich schon sehen lassen können. Also was machen wir zum Beispiel nächste Woche auf Kommunalebene, dass wir auch nochmal so einen Bürgerstammtisch machen, der eigentlich auch so ein bisschen den Charakter von einem Infostand hat, wo wir auch nochmal über uns informieren und wo wir aber dann auf Kommunalebene bezogen dann auch nochmal die Leute befragen, was sie denn für Probleme in ihrer Kommune sehen. Dass wir da vielleicht nochmal ein bisschen näher drauf eingehen können, dass wir auch wissen, wo bei den Leuten der Schuh drückt, was interessiert die wirklich, was sind Sachen, die aus Sicht der Leute besonders ungerecht laufen, wo gibt es politisch Nachholbedarf und da kann ich eigentlich auch nur anderen Verbänden oder Gliederungen empfehlen, das auch zu machen. Das, weil das ist halt sehr bürgernah, man kommt dann mit den Leuten ins Gespräch und die nehmen einen dann auch sehr ernst, wenn man so mit denen in Kontakt tretet. Das haben wir auch gemacht in Potsdam-Mittelmark vor der Kreisverbandsgründung in Telto. Da haben wir auch so einen Infotag gemacht, wo wir erklärt haben, was die Piraten sind. Und wurde auch noch erklärt, was wie Liquid Feedback funktioniert oder Liquid Democracy funktioniert und was das soll und warum das so interessant ist, ein interessantes politisches Konzept ist. Und dann war einfach so eine Fragerunde mit den Interessierten und da waren ungefähr 20 Leute und so. Die hatten sich auch sehr, gab es viele Interessierte an der Piratenpartei. Ich glaube, da sind auch dann noch Leute beigetreten von denen. Also solche Aktionen sollte man auf jeden Fall machen, weil viele wissen auch gar nicht, was die Piraten so wirklich vertreten und das wird halt auch nicht so wirklich rübergebracht durch die Medien. Und von daher muss man viel mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten, glaube ich, auf der Straße auch oder in solchen Veranstaltungen. Von daher kann ich euch da nur viel Erfolg wünschen. Also wir hatten auch übrigens beim Infostand 3 Leute, also ich habe 3 Leute mitbekommen, die meinten, ja, die Piraten interessieren sich schon sehr. Und sie würden bei den nächsten Malen auch vorbeikommen wollen. Und wir hatten auch einen Ausdruck dabei, wo wir unsere nächsten 3 Termine drauf hatten. Wir hatten auch einen Ausdruck, da, wo wir auf unsere nächsten Arbeitstreffen hingewiesen haben. Habt ihr auch auf dieses Bürgerforum dann hingewiesen? Da haben wir drauf hingewiesen, genau.
Da gab es ja auch eine Pressemitteilung zu, die im Internet und ich glaube auch in der Zeitung veröffentlicht wurde, beziehungsweise noch wird. Ich glaube, eine Mittwochsausgabe von den lokalen Klatschblättern wird das nochmal drin sein. Und da werden wir natürlich auch zusehen, dass wir hauptsächlich so, wie gesagt, Kommunalpolitik betreiben. Allgemein, also bei unseren Arbeitstreffen, die wir machen, geht es hauptsächlich nur noch um Kommunalpolitik, weil das gerade da sehr vorantreiben wollen. Weil es gibt sehr viele Leute, die halt in der Bundespolitik bei den Piraten mitmischen. Es gibt auch einige Leute oder schon ziemlich viele Leute, die auch gerne Landespolitik machen. Und Kommunalpolitik, da sehe ich zum Beispiel so eine Stelle, wo noch wirklich viel zu tun ist, wo man sich noch mehr einbringen kann, was auch ein bisschen schwieriger ist, weil es einfach noch viel spezifischer hineingeht. Da kann man halt nicht so ganz allgemeine Sachen bringen, wie zum Beispiel Suchtpolitik. Wir wollen, dass jeder frei konsumieren kann, was man eigentlich wirklich in so einer kurzen Phrase irgendwo auch mal zusammenfassen kann. Wenn mich jetzt irgendjemand fragt, weiß ich nicht, was haltet ihr dann hier zum kommunalen Schuldenhaushalt und ist es gerechtfertigt, dass da noch irgendwie das Bahnhofsfeld umgestaltet wird bei der Lage? Das kann man dann nicht mehr in so einfachen Sätzen beantworten. Und da ist es auch ganz wichtig, was wir jetzt gerade im Kreisverband machen, dass wir uns aufgesplittet haben und jeder versucht, einen Ausschuss zu übernehmen, wo er einfach mal einmal im Monat hingeht und den verfolgt. Und dass wir da anderen Leuten drüber berichten können, also zumindest erstmal im Kreisverband. Es ist gerade in Arbeit, dass wir da auch ein Pad für machen. Das hat jetzt noch nicht so richtig geklappt, weil viele von uns jetzt das erste Mal wirklich im Ausschuss waren. Und es ist gar nicht so leicht, da in so ein laufendes Thema erstmal hineinzufinden, dass man da auch richtig berichten kann und nicht nur halbwissend irgendwas, wovor man dann vielleicht nicht so die Ahnung hat. Gerade der Charlie, der Stellvertreter bei uns, der hat gesagt, er hat ein großes Problem mit dem Fachjargon im Sozialausschuss. Und da müssen wir uns noch ein bisschen reinarbeiten. Das ist auch so ein bisschen vorfraktionäre Arbeit, was wir machen, weil wir schon fest damit rechnen, dass wir irgendwann in der Stadtverordnetenversammlung hier sitzen. Und da versuchen wir natürlich kommunalpolitisch hier einiges voranzutreiben. Da gibt's, denke ich, auch großen Nachholbedarf, wenn ich so an Potsdam denke. Da wird kommunalpolitisch noch nicht so viel gemacht. Ich denke, die sind alle da eher so Landes- und Bundesthemen interessiert oder sogar EU- oder Weltthemen. Aber von der Kommunalpolitik gibt's da noch nicht so die Ideen in Potsdam. Wir hatten da letztens auch so Gäste, die kommunalpolitisch sehr aktiv sind und die über die Probleme in der Kommunal- oder in der Potsdamer Kommunalpolitik quasi sich bei uns mal richtig ausgeweint haben, ausgeheult haben und da auch Mitstreiter suchen. Und ich denke mal, da gibt es noch einiges an Nachholbedarf. Ja, ich war auch letztens auch zum ersten Mal im Ausschuss, also in einer Stadtverordnetenversammlung. Da war ich schon öfter, ganz einfach, weil ich auch manchmal arbeiten muss, wenn ich da eine Stadtverordnetenversammlung drehen muss. Im Ausschuss war ich zum ersten Mal letztens im Umweltausschuss. Und also es ist nicht nur Umweltausschuss, es ist Umwelt, Petition und sonst noch was. Und es ist für mich persönlich total spannend gewesen. Ich hätte auch gerne was gesagt, wenn ich da Rederecht gehabt hätte. Habe ich leider nicht. Aber das kann ich echt nur mal jedem empfehlen oder Leuten, die sich für sowas interessieren, dass sie sich mal zutrauen, da wirklich mal hinzugehen. Ich habe jetzt Letztens habe ich mal in einem Jugendclub gearbeitet und da geht auch die Leiterin zum Jugendhilfeausschuss, also die ist da Mitglied, und mit der habe ich dann auch vergangene Woche mal abgesprochen, dass wir da zusammen hingehen, weil ich jetzt den Jugendhilfeausschuss übernehme. Das ist einfach ein Thema, was mich so interessiert, und dass wir das abdecken und davon anderen Leuten berichten können, das ist, glaube ich, sinnvoll. Mhm. Ja. Na gut. Was kann man noch sagen als Fazit? Fällt sonst noch was ein?
Also alles in allem war es ein großer Erfolg. Das kann man wohl so, also man kann es wohl definitiv als Erfolg verbuchen. Man hat sich präsent gezeigt, man hat die Leute informiert, ganz unabhängig von der Wahl, auch wenn welche dachten, dass wir für eine Wahl irgendwie wären. Man hat sich selbst auch so ein bisschen, sag ich mal, schulen können, weil man musste sich auch ein bisschen damit auseinandersetzen. Auch wenn ich von der Vorratsdatenspeicherung nicht so einen Plan habe. Das haben dann andere für mich übernommen. Und wie gesagt, man konnte einfach präsent zeigen. Man konnte, also ich weiß nicht, wann ich das letzte... Ich habe auch so anderen gesagt in Brandenburg das letzte Mal, dass ich da irgendwie einen Stand von einer Partei bewusst wahrgenommen habe. Das war von der NPD einer. Oh Gott. Und das ist schon ganz gut, wenn man da mal so einen Gegenpol zu macht. Ja, dazu auf jeden Fall. Ja, kann man sich nur bedanken bei allen, die aktiv mitgearbeitet haben oder auch bei denen, die im Hintergrund mitgearbeitet haben. Wenn ich da mal wieder an den Rico denke, der ja im Hintergrund wieder die Pressemitteilung fürs Land geschrieben hat und die Fotos verbreitet hat über den Landes-Twitter-Account und Facebook und so weiter. Ja, super Arbeit. Vor allem die ganzen Piraten, die noch nicht so lange dabei sind, waren mal in so einer Live-Aktion dabei. Also die Motivation, die war echt super. Also man musste eigentlich niemanden zwingen zu, so dass man sagt, hier stell dich mal dahin, wir haben sonst niemanden. Und die Leute, die Piraten, die haben gefragt, oh, wann kann ich dabei sein, kann ich da mitmachen. Auch ich habe jetzt nicht von jedem Thema so mega Ahnung, aber ich würde echt gerne die Piraten da vertreten, weil ich würde die Leuten, auch wenn ich denen nur einen Flyer in der Hand drücke, dass ich denen da was mitteilen kann dadurch. Und das hat denen echt Spaß gemacht. Also wir hatten echt alle mega Spaß dran. Das war jetzt nicht wie, wir müssen das hier mal so ein bisschen als Parteiarbeit machen, dass wir hier so ein bisschen vorankommen und mal zeigen, wie toll wir sind. Es war echt super geil, die Stimmung da, dass wir wirklich, dass wir auch so halt ein Team gewesen sind. Das war echt, kann ich also mich nur bei meinen Kollegen im Vorstand bedanken, mit dem ich da war. Und ich denke mal, das wird bei allen anderen Piraten im Land auch so gewesen sein, dass sie echt sich da ins Zeug gelegt haben und richtig rangeknüppelt haben. Ja, super. 57 aktive Piraten auf den Infoständen. Kann man ja fast über den Daumen peilen, dass wir jetzt inzwischen so ungefähr 100 oder noch mehr aktive Mitglieder haben müssten in Brandenburg. Damit kann man dann schon ein bisschen was reißen. Die offizielle Zahl ist zurzeit, ich glaube, liegt im Bereich 750 ungefähr. Mhm. 700 registrierte Mitglieder im Land Brandenburg. Weiter so. Wir wollen neue Mitglieder gewinnen. Wir wollen natürlich. Durch solche Aktionen kann man dann auch wieder neue Mitglieder gewinnen und dann kann man sich dann findet man auch Leute, die sich sehr für Kommunalpolitik interessieren, dann kann man sich die Arbeiten aufteilen und sowas. Das, wie gesagt, wir wollen natürlich, dass es noch mehr werden. Aber dazu müsst ihr etwas tun. Und zwar gibt es einen Link, der heißt www.piratenbrandenburg.de und da gibt es ein kleines Kästchen, das heißt Mitglied werden. Ich weiß nicht, ob so viele Leute den Podcast hören, die noch nicht Mitglied sind. Ja, also weiter Infostände machen, kann man da nur sagen. Super Aktion. Also ich dachte mir noch, vielleicht können wir noch mal ansprechen, was wir so vom Podcast so allgemein noch ein bisschen vorhaben. Na, oder hast du jetzt noch was zu dem Frühling der Freiheit, oder? Ich wäre jetzt mit Frühling der Freiheit durch. Ich habe mir auch gedacht, okay, dass wir im Podcast am Ende nochmal ankündigen, was wir so für Ideen haben, was wir gerne noch machen würden. Weil da sind ja doch schon, es gibt schon einige Ideen, was wir jetzt als nächstes machen könnten. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, das und das machen wir definitiv als nächstes. Weil das klappt meistens sowieso nie, wenn man das so direkt ankündigt. Das ist dann höchstens der Vorführeffekt. Ich meine, wir haben uns auch ziemlich viel Zeit gelassen seit dem letzten Podcast. Das sind fast 3 Monate ins Land gegangen. War jetzt ein bisschen stressig, die Zeit. Mal gucken. Ich hoffe, wir finden jetzt noch ein bisschen schneller die Möglichkeit, Podcasts zu machen, damit dieser neue Brandungspodcast ein bisschen Leben eingehaucht bekommt. Ja, was haben wir für Themen geplant? Wir haben zum Beispiel, du hattest vorgeschlagen, als Thema Inklusionsschulen. Genau, da haben wir in Potsdam die Nadine, die sich quasi in ihrer Abschlussarbeit an der Hochschule mit dem Thema beschäftigt.
und auch so Befragungen gemacht hat bei verschiedenen Lehrern und zum Thema Inklusion einen ganz guten Überblick hat. Und mit der könnten wir diesen Podcast machen. Der soll eigentlich auch jetzt irgendwann mal im März oder vielleicht Anfang April oder sowas. Mal schauen, wann wir dazu kommen. Dann hatten wir noch vor, einen Podcast über die Piratentechnik zu machen, indem wir nochmal, es wäre eigentlich naheliegend, dass wir das so als nächstes machen, weil warum sollte man sowas aufschieben, was vor allem für neue Mitglieder ganz nützlich sein kann, wo man halt die Piratentechnik nochmal erklärt, so, weiß nicht, was ist die Feedback, wie kann man das Wiki benutzen, wie funktioniert ein Piratenpad und was macht man über Mumble sozusagen, wo man nochmal diese ganzen Organe erklärt, worüber wir kommunizieren, womit wir arbeiten. Genau. Darum geht's bei der Piratentechnik. Dass sich mal jeder informieren kann, auch nochmal ein bisschen hören kann, was es so überhaupt für Möglichkeiten gibt, sich einzubringen. Über das Internet eben. Über nächsten. Und wo man nachfragen kann, wenn man dann Probleme hat oder sowas, ja. Genau. Ist ja auch die Mitgliederbetreuung und sowas, die da helfen kann. Über den nächsten Landesparteitag würden wir gerne auch was machen, dass wir auch vielleicht nicht irgendwo nur im Protokoll durchlesen müssen, sondern dass wir auch so ein bisschen darüber reden können, was wurde da beschlossen, wenn einer gewählt wurde. Warum zum Teufel wurde ja gewählt? Na gut, das war jetzt ein bisschen ironisch. Gerade halt jetzt, wo diese Aufbruchsstimmung, wo die Piraten wieder so richtig im Aufwind sind, herrscht, ist es natürlich auch gerade, wenn man diese einen Themenpartei vorgeworfen hat, wenn man auch darüber berichtet, was gibt es jetzt für neue verbindliche Beschlüsse, was das Programm angeht. Das dürfte interessant sein. Vor allem der nächste Landesparteitag, der soll ja ein Programmparteitag werden. Genau. Und bisher gibt's da jetzt ja noch nicht so viel Anträge so wie da ich das mitbekommen habe. Da wird es aber noch Anträge geben. Wir haben ja im Landesverband, da bin ich auch mit aktiv, hat einen ganz coolen Namen, Taskforce Wahl. Programm und Wahlkampf und in der Taskforce Wahlprogramm, da wollen wir zum Beispiel aus den verschiedenen Arbeitskreisen die Ideen zusammentragen, so dass man die auch ins Wahlprogramm einfließen kann und das kann man halt nur, wenn man die als Anträge formuliert, weil die müssen ja irgendwo mal beschlossen werden. Ja, und das ist aber dann schon im Juni, glaube ich, soweit, der Parteitag. Und bis dahin hoffe ich mal, dass da so einige Anträge einflattern. Antrag kann grundsätzlich jeder stellen. Ja, natürlich. Also wenn du jetzt einen tollen Antrag hast, dann kannst du den gerne mit einbringen. Ich habe da schon ein paar Ideen, die ich gerne einbringen würde. Das ist zum Beispiel, man sollte natürlich auch differenzieren. Was ich schwierig finde beim Landesparteitag an Programmanträgen, dass man sich jetzt wirklich festlegt, was man da beantragen will, weil so Sachen, die wirklich auf Landesebene zählen, wie weiß ich nicht, also mir fällt da zum Beispiel GEZ ein, also Rundfunk, Staatsvertrag ist zum Beispiel eine Sache, die auf Landes... Schulpolitik auch vor allem. Genau. Also, da denke ich immer als erstes, wenn ich an das Land denke. Ja, also ich muss immer an Rundfunk, Staatsvertrag denken. Das ist halt, weil ich damit auch beruflich irgendwo zu tun habe und das ist halt was über das Land funktioniert. Und da würde mir zum Beispiel eine Befreiung... Also das gab es mal irgendwie ab einer bestimmten Lohngrenze, dass man ab dieser Lohngrenze oder bis zu dieser Lohngrenze auf jeden Fall eine Befreiung drin hat. Jetzt ist es nur noch, dass man nachweisen kann, dass man irgendeine Hilfe vom Staat, weiß nicht, Sozialhilfe, Hartz IV, irgendwas in der Art empfängt, das, oder BAföG etc., dass man dafür dann noch eine Befreiung bekommt. Aber Leute, die sowas gar nicht in Anspruch nehmen wollen und vielleicht oder nicht können und dann noch weniger Geld haben als Leute, die sowas bekommen, die haben dann noch einen Arschtritt und halt müssen es trotzdem bezahlen und es ist nicht gerade wenig. Und es wär für mich so eine Mindestforderung. Also es ist wirklich eine ganz kleine Forderung, was man so als Mindestforderung, was aus meiner Sicht auch noch wirklich realisierbar ist irgendwo, was man umsetzen kann, also was zeitnah realisierbar ist. Gibt natürlich noch viel höhere Forderungen, die man da stellen kann, aber das wäre für mich so ein Gedanke, der ganz interessant wäre als Antrag. Mhm. Ja, dann soll eure, oder wo, was wir gerade schon angesprochen haben,
Die Guerilla-Aktion. Dazu soll noch irgendwas kommen. Ja, diese Geheimaktion. Geheime Aktion. Wir haben eine Guerilla-Aktion geplant. Da muss ich jetzt ein bisschen differenzieren. Einerseits haben wir ja hier den Anspruch, sehr transparent zu sein. Andererseits habe ich auch den Anspruch, irgendwie Sachen noch nicht irgendwie auszuposaunen, wenn die noch nicht irgendwie fertig gekocht sind. Und ich kann so viel sagen, wir haben da... Darf man mal gespannt sein, was daraus wird, was das wird. Genau, wir haben da eine Aktion geplant, über die wir auf jeden Fall noch berichten werden und die das Stadtbild verschönern soll. Aha. Na, schauen wir mal. So viel an dieser Stelle. Damit werden wir auch einen Podcast machen. Und da bin ich mal gespannt, wie es umgesetzt wird. Es gibt da schon reichlich Interessenten, die gesagt haben, sie würden uns bei der Aktion gerne unterstützen. Sowohl finanziell als auch mit Tatkraft. Finanziell aber in dem Sinne, dass es wohl auch auf Spenden von Parteimitgliedern hinausläuft. Also nicht, dass jetzt irgendwie einer behauptet, wir haben ja Spenden von Großunternehmen angenommen. Wir wissen ja, die Linke ist die einzige Partei, die keine Spenden von Großunternehmen annimmt. Behaupten sie zumindest in ihrem Flyer. Mhm. Interessant. Na, ich war auf dem Frühling Neujahrsempfang der Linken und da gab es einen Flyer, wir sind die einzige Partei, die keine Spenden von Großunternehmen annimmt. Da dachte ich mir so, stimmt nicht. Naja, also wenn die Spende nicht zu groß ist, dann nehmen wir die auch von Großunternehmen. Weil die haben ja dieses Spendencap, was sich an der Gesetz oder an dem ich glaube auf Bundesebene gibt es auch keine Einschränkung, was die Spendenannahmen angeht. Das ist, glaube ich, der normale Gesetz. Gesetzes. Ja, es geht halt um eine freiwillige Sache. Ich glaube nach Transparency Grievance ist es, glaube ich. Transparency International, was die für Forderungen haben bezüglich Spenden. Und danach ist es, glaube ich, geregelt auf Bundesebene bei den Piraten. Ja, so viel dazu. Ich weiß es nicht genau. Berlin, glaube ich, gibt es einen Spendencap irgendwie mit 1000 Euro oder sowas. Oder 10.000? Bin ich sicher. So viel habe ich noch nicht gespendet. Ja, ihr redet ja hier von euch selbst, ne? Wenn ich mal irgendwann in der glücklichen Lage bin, das Spendencap auszutesten, werde ich das tun. Aber bis dahin, glaube ich, verabschieden wir uns erstmal. Ja? Und sagen bis zum nächsten Mal. Ja, okay. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Okay, Thema ist, wie gesagt, offen. Wir haben euch ein paar Themen genannt, die es eventuell sein können. Vielleicht wird es auch ein ganz anderes. Wenn jetzt, vielleicht erzählen wir auch irgendwas zu einer Wahl, die bis dahin gelaufen ist, wenn es wieder 3 Monate dauert, bis ein neuer Podcast kommt. Ich meine, wenn irgendjemand ein interessantes Thema hat, das er gerne in einen Podcast bringen möchte, in dieses Format hier bringen möchte, dann kann er natürlich auch einfach auf einen von uns oder auf dich, Sven, zukommen und sagen, ich möchte hier Thema XY anbringen und wann können wir das machen, denke ich. Genau. Na gut. Ja. Also, scheut euch nicht. Danke, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wir sind heute nicht ganz so lang geworden, glaube ich, wie beim letzten Mal. 1,5 Stunden. Das reicht. Aber es reicht. Gut, dann bis zum nächsten Podcast. Okay, wir sagen Wiedersehen und bis bald.